voll cool, dass ihr es wieder zuschaut heute bei dem Video. Es tut mir leid, dass ich den letzten zwei Wochen, man sieht, mein Deutsch ist etwas eingeschränkt, auch wenn ich Dialekt spreche. Nochmal, es tut mir leid, wenn ich in den letzten zwei Wochen sehr inaktiv war, aber ich habe ja meine Masterprüfung gehabt und da habe ich ziemlich viel lernen müssen, aber jetzt habe ich endlich diese Masterarbeit abgegeben und die Masterprüfung bestanden. Yay, yay, yay. Und deswegen gibt es auch diesen wunderbaren Hintergrund heute, diese Schilder. Und zwar, weil meine Freunde bei der Masterprüfung anwesend waren und mir unterstützt haben und die haben dann diese Schilder in die Luft gehalten. Das soll eigentlich Commodus heißen, weil ich ja meine Masterarbeit über den Kaiser Commodus geschrieben habe. Auf meinem Geschichte-Kanal werde ich diese Arbeit dann irgendwann mal vorstellen. Falls sich jemand fragt, warum dieser komische Zirkumflex da drauf ist, ja, das beruft sich darauf, dass in der Netflix-Serie die deutsche Synchronisation komischerweise eben nicht Commodus sagt, sondern Commodus. Jedenfalls habe ich mich sehr gefreut über die Unterstützung und deswegen steht das heute hier. Darüber möchte ich heute eigentlich gar nicht sprechen. Ich werde ein Video zu den ganzen Problemen meiner Masterprüfung irgendwann noch machen, aber das mache ich erst, wenn ich den Schein in der Hand habe, dass das jetzt wirklich alles passt. Trotzdem ein Thema heute rund ums Studium und zwar natürlich, wo ich jetzt für die Masterprüfung gelernt habe. Da habe ich meine ganzen Mitschriften wieder in der Hand gehabt und da habe ich mir echt teilweise nur so gedacht, Kathi, was hast du für Mitschriften? Und da möchte ich euch jetzt ein paar zeigen und meine Gedanken dazu. Vielleicht könnt ihr euch ja damit ein bisschen identifizieren mit diesen Mitschriften. Los geht's! Ja, ich habe immer irgendwie solche Büchlein da zum Mitschreiben, weil ich die irgendwie immer praktisch finde und ich sie auch schön finde. Außerdem, das ist voll flauschig. Ja, man sieht eh schon, ich schreibe sehr, sehr klein und sparend und auch mit ziemlich viel Farben, weil sonst kenne ich mich nicht aus, wenn es so klein geschrieben ist. So. Also ich sehe, in dem Buch habe ich am Anfang eh nur extrem schön geschrieben. Also für meine Verhältnisse. Ja, da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Aber man sieht eben, wie sich das dann langsam verändert. Irgendwann mal wird es dann viel schneller und viel kritzliger. Und besonders kann man sehen, wo ist das? Ah, hier. Ja, da ist man wahrscheinlich irgendwie langweilig geworden während der Vorlesung. Man sieht da unten in den Ecken, da habe ich mich künstlerisch betätigt. Ja, ich habe versucht, irgendwas Griechisches zu malen. Oh ja, auf der Seite, voll, da habe ich offensichtlich nicht aufgepasst. Also meine Gedanken sind wohl abgeschweift und ich habe verpasst, was der Professor gesagt hat. Und dann habe ich in der Mitte einen Teil ausgelassen, um dann nachträglich das irgendwie wieder einzufügen. Und dann habe ich das offensichtlich komplett vergessen. Tja. Ja, ja, da typisch. Da waren wir wohl auch wieder langweilig und da habe ich meine Kette abgezeichnet. Da habe ich halt dieses Handsymbol gemacht. Ja, der klassische aufmerksame Student. Oh, hier war ich wiederum aufmerksam und da hat uns unsere Professorin ein Bild gezeigt von so einer kleinen Figur und die wollte eigentlich diese Figur abbilden. Also es war genau eine Figur, die als Anhänger war. Da steht es eh, Amulettanhänger aus Glaspaste. Und sie ist extrem hässlich. Also die Originale war wohl irgendwie schön, deswegen wollte ich sie ja abzeichnen. Aber meine künstlerischen Fähigkeiten sind wirklich ein bisschen beschränkt. Oh ja, und hier geht's los mit den Fächern, wo man sieht, dass ich mir nicht wirklich ausgekannt habe, während ich da in der Vorlesung gesessen bin. Man kann es erkennen daran, dass ich eben nicht mehr jede Zeile beschreibe, sondern Sachen auslasse, weil ich mir denke, da könnt ihr doch im Nachhinein was einfügen, wenn ihr das verstehe. Und ja, da habe ich offensichtlich irgendwie nur von der Folie abgeschrieben. Da steht nämlich nichts anderes dabei. Farben finden wir hier auch keine. Oh Gott, ja. Das sind meine Mitschriften von einem Papyrus, den ich selber habe übersetzen müssen. Und die Schwierigkeit war eben schon, dass ich teilweise überhaupt nicht lesen habe können, was das heißen soll. Man kann sehr schlecht erkennen, dass das überhaupt griechisch sein soll. Und die einzelnen Wörter da auseinanderzuhalten ist sehr schwierig und man sieht eh, teilweise fehlt was. Und das sind eben meine Mitschriften, also so, wo ich mir so meine Gedanken gemacht habe, was das bedeuten könnte. Ja, und da habe ich eben, wie man sieht, wild auf dem Blatt herumgekritzelt.
Das war mein Vortragsblatt, weil ich habe dann ein Papyrus vorstellen müssen. Und dann sieht man eh, da geht's ziemlich wild herum. Ja, gut, dass ich mich ausgekannt habe beim Vortrag. hoffe ich zumindest. Also ich weiß, dass ich den Vortrag irgendwie relativ gut gemacht habe, aber wie ich mich da ausgekannt habe, ist mir irgendwie ein Rätsel. Ah ja, und da habe ich so lachen müssen, wo ich das gelesen habe, jetzt wieder beim Lernen, da habe ich nämlich eine super Formulierung verwendet. Und zwar ist es da um einen Perserfeldzug gegangen, 363 nach Christus, Römer gegen die Perser wieder einmal. Und offensichtlich haben sie sehr viele Soldaten dafür gebraucht. Ich habe das folgendermaßen beschrieben. Größte Truppenmobilisierung ever. Ja, und da kann man auch erkennen, ja, dass ich nicht wirklich aufgepasst habe. Ich kann erkennen, dass ich hier eine Literaturliste hingeschrieben habe. Offensichtlich habe ich das nicht so spannend gefunden, wie unsere Professorin über Literatur gesprochen hat, denn man sieht, wie ich mich wieder künstlerisch ausgetobt habe hier auf der Seite. Zwei extrem hässliche Mumienmasken und darum herum, oh, das ist Tinkerbell und irgendwelche anderen Feen, die ich versucht habe zu zeichnen. Oh Gott. Okay, klicken wir schnell weiter. Oh, und da unten sehe ich, da war offensichtlich nur Platz und dann habe ich diesen Zettel ein anderes Mal mit anderen Notizen bekritzelt. Die Lehre nützlich Dinge. Oh Gott, keine Ahnung. Dann gehen wir einfach weiter. Ja, da sieht man auch, da habe ich irgendwo angefangen zu schreiben und das dann irgendwie nicht mehr weitergemacht. Mit Bleistift und mit Kuli habe ich da geschrieben. Okay, sehr interessant. Oh ja, dann geht es da irgendwie weiter. Das war dann offensichtlich, nachdem ich mich nicht mehr ausgekannt habe, was ich da eigentlich ursprünglich draufschreiben wollte, ein Fresszettel, wie wir sagen. Ich weiß nicht, wie sagt man dazu in Deutschland eigentlich? Wo man halt alles draufschreibt, also muss nicht schön sein, einfach sich Notizen machen. Aber das sind offensichtlich Uni-Notizen. Ja, Obelisk, Pantheon, Agrippa. Da habe ich auch versucht, was zu zeichnen. Ein Gesims. Jawohl. Treuepunkte? Was heißt denn das? Trennpunkt. Okay, Trennpunkt, nicht Treuepunkte. Unvollständig Linien. Mein Deutsch ist offensichtlich auch bei meinen Mitschriften nicht ganz vollständig. Ja, das ist wirklich ein wunderbarer Zettel. Ja, jedenfalls, das sind einige Dinge, die mir da so auffallen, wenn ich meine Mitschriften jetzt wieder anschaue. Wobei ich sagen muss, während meines Masterstudiums habe ich mir wahnsinnig viel Mühe gegeben. Also ich habe eigentlich relativ schöne Mitschriften. Also jetzt, wo ich wieder gelernt habe, bin ich relativ gut damit zu fahren gekommen. Ich würde gerne mal wieder meine Bachelor-Mitschriften sehen. Die sind sicher extrem chaotisch. Damals war ich ja auch noch ein bisschen anders drauf. So, meine Einstellung zum Studium war ein bisschen lax. Nicht so wie jetzt beim Masterstudium. Aber den muss ich suchen gehen. Irgendwo im Keller, irgendwo tief verborgen in irgendwelchen Kisten müssten die sein. Naja, wenn ich sie finde, werde ich irgendwann wieder ein Video machen, wenn es das Material hergibt. Jedenfalls wollte ich fragen, könnt ihr euch damit auch ein bisschen identifizieren? Wie sind denn eure Schul- oder Uni-Mitschriften so? Seid ihr da so extrem sauber und genau? Oder seid ihr auch so mehr die Kritzler? Ah ja, apropos Kritzler, da wollte ich eh noch was sagen. In Wien im Papyrusmuseum, da sind Papyri ausgestellt, die eben auch von Schülern waren. Und das sieht man auch besonders daran, dass damals schon vor 2.000, 3.000 Jahren die Schüler an den Seitenrändern angefangen haben, was hinzukritzeln. Und das finde ich schon sehr interessant, dass sich das eigentlich von damals zu heute nicht wirklich viel verändert hat. Fun Fact am Rande. Warum mache ich so ein Zeichen jetzt bei am Rande? Ich müsste so am Rande machen. Oh Gott, Kathi, hört auf. Gut, genug von dem Video. Ich lasse euch heute damit jetzt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir doch ein Like, wenn dem so ist. Nächste Woche werde ich eine lustige Anekdote erzählen. Anekdote. Kathi, oh Gott, es ist echt Zeit, dass ich das Video beende. Anekdote. Wenn ihr diese sehen wollt, dann lasst mir doch bitte ein Abo da, dann werdet ihr natürlich sofort informiert. Na was, ihr Lieben, dann war es das für heute jetzt wirklich. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Ciao, ciao.